Herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, die Campervan Tour 1, die ist ja schon online gegangen, bevor der Van richtig fertig war. Ich habe dann noch einige Arbeiten ausgeführt und das will ich euch heute zeigen. Zum Beispiel habe ich bei den Brettern die Kanten umleimt. Ich habe mir einen tollen, bequemen und nachhaltig hergestellten Stuhl bestellt und aufgebaut. Ja, was alles noch zum Inventar gehört. Ja, das kommt alles im heutigen Video, was noch verbessert wurde. Und ja, habt viel Spaß. Und wer noch kein Abo dagelassen hat, der kann das gleich tun. Einfach unten auf Abonnieren klicken, Glocke nicht vergessen, dass ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Also viel Spaß beim Schauen. Bevor ich jetzt in den Pool springe, weil es sind echt 36 Grad im Schatten, will ich euch noch kurz zeigen, was ich gerade gemacht habe. Also ich habe die Fensterbretter abwaschbar gemacht, passend zum gesamten Outfit der Innenausstattung. Dann habe ich hier Körbe angeklebt. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die angeklebt hättet. Ich habe jetzt beidseitiges Klebeband genommen, aber ich weiß halt nicht, ob das gut hält. Was würdet ihr dazu nehmen? Vielleicht habt ihr eine bessere Idee. Ja, dann habe ich hier natürlich das Fensterbrett im selben Look und die Körbe sind einfach nur dazwischen geklemmt. Hält wie Bombe. Ja, gut. Jetzt gehe ich erstmal schwimmen. Jetzt zeige ich euch mal die Thermomatten und dann zeige ich euch auch, wie ich die anbringe. Ich finde es praktisch, denn ich brauche die Scheiben nicht tönen. Vorher im Kombi hatte ich getönte Scheiben und ich fand das immer ein bisschen dunkel im Auto. Und wenn ich jetzt auch mal hier drin sitze bei Regen oder so, dann ist es halt richtig dunkel im Auto. Und mit den Thermomatten habe ich gleich noch einen Wetterschutz. Hält ein bisschen Kälte ab und ein bisschen Wärme und es soll auch ein bisschen Geräusche abhalten. Ja, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich lasse mich einfach überraschen. Also die hier, die fallen jetzt immer wieder runter, da hier an den Seiten ja Kunststoffverkleidung ist. Und die Magnete, die sind hier im Rand drin, die halten natürlich nicht. Und die Matten, die halten recht gut, weil der Rahmen hier, der ist nicht verkleidet und daher halten die Magnete natürlich, hört man ja auch. Also die Fenster sind mit Metall und hier vorne auch. Das ist alles nicht verkleidet und dadurch hält das magnetisch. Und außer hier vorne, da am Spiegel, da sind auch Magnete noch in der Thermomatte. Da muss ich auch noch am Kunststoff so Metallpads ankleben, dass es auch noch besser hält. Hier finde ich auch die Lösung ganz gut, denn habe ich überlegt, wie wollen die das hier, also wie soll ich das hier befestigen? Die haben hier so eine Abstandshalter eingebaut und wenn ich die Sonnenblende runterklappe, dann
hält das hier an der Sonnenblende fest. So sieht es dann aus. Und wie gesagt, jetzt fehlen nur noch hier ein paar Magnetpads, dass das auch noch anliegt und dann ist es perfekt. Also das sind jetzt hier die Metallplättchen. Und weil ich die gerne in Verkleidungsfarbe haben möchte, kann man die jetzt hier, je nach Farbe der Verkleidung, in diese Farbe mit diesen Aufklebern bestücken. Und dann sehen die halt so beige oder schwarz, je nachdem wie die Verkleidung ist, aus. Jetzt habe ich sie alle fertig. Das sind die beigen. Und hier kommen die schwarzen. So, die müssen jetzt 6 Stunden trocknen. Der Kater, der fühlt sich hier auch wohl in der Sonne. Und dann darf ich sie erst benutzen. Es ist einfach so heiß heute, dass ich gar nicht richtig zum Arbeiten komme und immer mal wieder in den Pool springen muss. Und das mache ich jetzt. Metallpads sind getrocknet, jetzt werden sie angeklebt. Jetzt will ich euch mal meine Toilette zeigen. Und zwar ist das hier. Da wird einfach das Brett hochgehoben. Hier hängt jetzt noch mein Seifenbeutel dran. Ja, der muss dann natürlich ab. Und dann Toilettendeckel hoch. Ist natürlich noch unbenutzt, sieht man ja. Ja, und dann kann ich hier meine Notdurft verrichten. Die Fenster sind dann natürlich zu. Ja, so sieht es aus, weil viele so nachgefragt haben. So habe ich mir das jetzt gebaut. Und wenn ich fertig bin, kommt einfach der Deckel wieder runter und weg ist sie. Dann kann ich hier noch was ablegen. Da steht momentan immer mein Einkaufskorb drauf. Aber da soll ja eigentlich mein Wasser dann hin. Ja, und heute habe ich mir noch so Körbe gekauft. Der passt hier zum Beispiel perfekt rein. Da wollte ich mir noch was überlegen für meine Waschsachen und Hygieneartikel. Der passt hier also perfekt rein und für meine Seife, Cremes, meine Waschtasche. So, innen bin ich jetzt so gut wie fertig. Und jetzt geht es noch weiter. Ich wollte noch ein Brett bauen. Und zwar zur Bettverlängerung von Cassie. Kommt hier noch was dazwischen. Das geht dann hoch zu klappen, wenn ich fahre, und runter zu klappen, wenn Cassie ist halt doch ziemlich groß und wenn sie hier liegt, dann ist es besser, wenn da noch ein Regal ist oder ein Brett zur Abstützung. So, jetzt habe ich das Regal soweit fertig und jetzt wird noch der Belag drauf gemacht, das Scharnier dran und dann kann ich es einbauen. Und so sieht das Brett jetzt aus. So ist es, wenn ich fahre, und wenn sie dann hier schlafen soll, dann klappe ich das einfach hier runter und dann kann ihr Bett teils hier draufstehen, weil es ist einfach, der Sitz war zu klein für ihr großes Bett, sie ist halt eine dicke. Ich habe jetzt auch eine Lösung für meine Kühlbox. Ich habe mir also eine Plexiglasplatte besorgt und die habe ich jetzt zugesägt, weil hier unten in der Kühlbox, da sind diese Halterungen und ja, so sieht es dann aus. Einfach eingeklemmt. Jetzt ist natürlich hier oben alles ein bisschen wackelig, aber da finde ich auch noch eine Lösung. Ja, da habe ich mir nämlich gedacht, dass ich hier noch eine Scheibe so einbaue. Und eine an die andere Seite. Und dann müsste das eigentlich halbwegs halten. Ja, und so sieht es dann aus, dass hier überall eine der Platten gegenhält und das nicht verrutschen kann, wenn es fertig ist. So in etwa sieht es dann aus.
Die Platten können jetzt nicht mehr weg. Da ist meine Schokolade noch drin. Und warum nun ausgerechnet hier unten diese so in der Mitte sind, diese Einschübe, das weiß ich auch nicht, aber ja, warum nicht? Und so sieht's jetzt aus. Da fällt jetzt nichts mehr. Alles ist fest und nichts kann mehr hin und her rutschen. Und mein Geheimfach ist da hinten. So, fürs Schubfach, da fehlt ja noch das weiße Brett, die Verblendung sozusagen. Das habe ich jetzt zugesägt, das passt auch. Und jetzt will ich die Kanten hier umleimen. Da habe ich mir Kantenumleimer geholt, das wird einfach drauf gebügelt. Dann werden die Reste abgeschnitten und abgeschliffen und dann sieht es wieder hübsch aus. Ich mache da immer Backpapier drunter, dass ich die Oberfläche des Kantenumleimers nicht verletze und nicht, dass irgendwelche Brandspuren oder so entstehen, weil das Bügeleisen ist natürlich richtig, richtig heiß. Ja, und man soll halt 7 Sekunden draufbleiben und dann schmilzt voll der Kleber, der da drunter ist. Das ist jetzt drauf. Man sieht, das guckt ein bisschen über. Das muss ich nachher abschneiden, wenn es kalt geworden ist. Und anschleifen, dass es nicht so schnell abgeht. Heute will ich euch mal was zur Ausstattung von meinem Van zeigen. Und zwar habe ich hier meinen perfekten Sessel. Ja, das war's erstmal für heute. Ihr seht ja, es regnet. Dann werde ich mal das Video beenden und die komplette Roomtour von meinem Van-Vanner, die kommt dann demnächst online. Und wenn euch dieses Video jetzt gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, Abo dalassen und die Glocke nicht vergessen.